Leute, hier ist wieder euer Micha. Es gibt heute eine etwas längere Ausgabe und zwar arbeiten wir heute an der Platine mit der Ausgabe 50 und wir arbeiten heute noch zusätzlich noch an der 51, das ist die Elektrik und so wie ich das gesehen habe, kommt heute auch noch der Motor mit rein. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal eine Runde los. Da ist eine ganze Menge zu tun und nicht lange quatschen, sondern einfach schrauben. So, wir haben als allererstes, sollen wir die Platine einbauen. Das werde ich jetzt erstmal nicht machen. Und zwar werde ich die Kabel direkt schon jetzt anbauen. Ob das nachher Sinn macht oder nicht, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Aber weil ich der Meinung bin, man sollte vielleicht nicht unbedingt, weil die Zahlen oder Ziffern oder die Buchstaben, die hier drin sind, sind so klein, dass man die kaum sieht, also werde ich das außerhalb machen. Sprich, wir arbeiten jetzt erstmal mit der 51 und da haben wir, gucken wir mal erstmal das Kabel, die anderen Kabel können wir ansetzen. Hier haben wir das alles. Wir haben hier, lass mal gucken, fangen wir mal an mit dem weißen Kabel. Das ist das, das ist ein Schalter. Erstmal auseinanderflattern, das hätte ich mal vorher schon machen sollen. Das sind zwei Schalter, sehe ich gerade. Zwei Schalter und das ist M. M kommt, hoffe ich, auch auf M. Jetzt müssen wir erstmal M suchen. Wo ist M? J, A. Alter Falter. Das ist ja nicht mehr normal. M kommt dahin. Wir haben hier die Platine. Da die beiden doppelt, müsste hier M sein. Könnte sein, sieht so aus. Ja, das ist M. M kommt erstmal hier mit rein. Passt nicht. Doch, der passt bestimmt. So, M haben wir schon mal dran. Als nächstes haben wir hier K. Kabel K. Vorsichtig auseinanderknippern, damit hier keine Schleifen entstehen, die man später bereut. Die dann halt Kabelsalat verursachen bzw. Kabelbrüche verursachen. K kommt auf der anderen Seite. K müsste dann, so wie ich das sehe, nee, das stimmt doch hier nicht, das ist hier, doch hier ist M, da ist K. M ist K, 51, das ist hier M, daneben müsste K sein. Ich hoffe, dass es alles so richtig ist, weil es ein bisschen schwierig zu erkennen hier. Dann haben wir hier das nächste Kabel. Zwirbeln wir mal auseinander. Da sind zwei Scheinwerfer bzw. LEDs. Die fummeln wir mal hier auseinander. Und das ist hier, welcher Buchstabe ist das? Das ist J. J. J kommt. Das ist E, das ist J, dann ist hier J. So, als nächstes haben wir hier Kabel H. Kabel H. Vorsichtig immer auseinander, wie gesagt. Und H kommt. Wo ist denn H? Da ist R, da ist O, B, da ist E, H gibt es hier nicht. Oh,
Auweia, Leute, das ist ja schlimm hier. Da ist H, in der Mitte. In der Mitte ist H. So, das nächste Kabel. Brauchen wir schon echt eine Lupe für, um das anzusetzen. So, jetzt erstmal vorsichtig. Hier haben wir gleichzeitig noch eine Verlängerung dran. Das ist Kabel G. G. Da müsste B sein. M. Ist ja nicht so einfach zu erkennen hier mit der. Ich müsste wirklich eine Lupe nehmen hier. Nur noch mal auf den Zettel gucken hier, wo jetzt G ist. G kommt auf die Mitte. Und zwar, genau, hier kommt G hin. Echt übelst, Leute. Und das im eingebauten Zustand wäre ja noch fataler. Ich sehe hier auch irgendwie die kleinen Pins hier nicht. Aber jetzt sind wir drin. So, nächste Kabel ist das E. E wie Elektrik. Und E müsste jetzt ungefähr wohin kommen? E kommt an eine Seite. Das ist C, hier ist E. Stelle fest, dass der eine ganze Menge Kabel hat, hier der Onkel. Dann haben wir hier den nächsten, ein Schalter. Gucken, dass wir das auch noch hier sehen, richtig. Das ist D wie Dora. D wie Dora kommt. Der kommt an eine Seite und zwar umdrehen. F, D müsste da sein, wo der gelbe ist, genau. So, dann haben wir noch ein blau-weißes. Auch nochmal ein Schalter. Hier B wie Bertha und blau-weißes Bertha kommt in die Mitte und zwar genau hier in die Mitte rein. Also im eingebauten Zustand halte ich das für echt heftig. Machbar zwar, klar, logisch, aber na, was ist denn mit dem hier jetzt? Der will nicht so richtig. Doch jetzt. So. Und dann haben wir noch ein Kabel. Das ist das nächste hier. Das ist, mal gucken gleich, was das für eine Bezeichnung hat. Und auch wieder zwei LEDs in weiß. Und zwar ist das Kabel A. Dürfte eigentlich nicht allzu viel übrig bleiben. Kabel A kommt. C. Müsste das hier. Ja, hier ist A. Genau. So, dann haben wir die Kabel schon mal zusammen und können jetzt die Platine einbauen. Mal gucken. Und zwar wird die Platine in der Ausgabe 50 verbaut. Ausgabe 50 und dazu brauchen wir AP-Schrauben. Dann wollen wir uns mal
Vehikel mal herholen und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das dann auch einbauen müssen. Mein Tisch hat zu wenig Platz. So, die haben wir ja schon mal verlegt hier, der kommt ja auch mal mit ran. Und wir brauchen die Platine. Mal gucken, wie die jetzt rumkommt. Ganz schöner Divust. Und zwar muss die so rum eingebaut werden. Kann ich euch jetzt leider nicht so zeigen, aber so kommt sie halt rein. Und dazu kommen dann diese 4 AP-Schrauben. Das sieht natürlich relativ gut aus, weil es gibt keine, hoffe ich zumindest, keine Kontaktprobleme, sprich, dass es hier durch die Schrauben einen Kurzschluss gibt. Erstmal die ansetzen, die Schrauben. Natürlich auch die Platine vorsichtig anschrauben und nicht zu fest machen. Nicht, dass die nachher bricht. Ich sehe hier nichts. Natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu sehen. So, damit haben wir die Kabel erstmal verarbeitet. Jetzt kommen wir natürlich mit dem F. F ist der Schalter. Jetzt muss ich mal aufstehen hier, damit ich was sehe. F kommt hier vorne gleich mit ran. Und hier, das ist ein bisschen hier Fummel hier mit den Dingern. So, bleibt ja jetzt noch, der Lautsprecher ist C. Lautsprecher ist C und der kommt hier mit vorne mit ran. So, dann haben wir das drinne. Das ist angebaut. Und jetzt, da wir das jetzt gemacht haben, jetzt hier, werden wir jetzt ein bisschen nach der Reihenfolge gehen weiter. Und zwar als nächstes Anschlüsse für den Druckluftbehälter. Den müssen wir jetzt auch noch anbauen. Das ist dieser hier. Und erstmal gucken, wie rum der kommt. Ob das jetzt so rum geht. Nee, der muss andersrum. So. Damit hier die beiden Nähte hier dann auch passend sind. Und zwar kommen die jetzt, die beiden Halter, das sind die hier. Die kommen hier mit rein auf die kurze Seite. Hier ist die lange Seite und dann in eine Richtung. Einmal eine dünne Seite und einmal eine dicke Seite. Einmal. Ein bisschen gerade machen. Und hier auch. So. Dann haben wir den auch fertig. Und der wird noch nicht angebaut. Deswegen ist es wieder mal alles ein bisschen durcheinander. Jetzt kommt nämlich als nächstes die Stoßstange und wird mit AM-Schrauben verschraubt. Die sich hier weigern rauszukommen. So, brauchen wir nochmal den Unimog, den Panzer hier. Und da kommt die Stoßstange mit ran. Wie ich das sehe, sind bloß 3 AM-Schrauben. Ne, da brauchen wir glaube ich mehr.
Fixieren die Festung mit 2 AM-Schrauben. Okay, dann habe ich da, müssen wir mal aus der Kiste, ne, hier sind noch welche. Das sind auch das AM, ja. Wir haben also genug AM-Schrauben und zwar kommt jetzt die Stoßstange hier mit ran. Außen rüber oder? Ach, jetzt ist der Motor auch noch umgefallen. Mal gucken, habe ich die Halter verkehrt rumgebaut? Nö, eigentlich nicht. Wird angesetzt. Ah, jetzt passt das. So. Und wird jetzt hier verschraubt. Mal gucken, ob das mit den Schrauben hier so hinhaut. Sieht ganz gut aus. Einmal von oben, einmal von unten verschraubt. Ich weiß bloß immer nicht, wo ich hier festhalten soll, ohne was kaputt zu machen. So, die beiden sitzen schon mal fest. Und jetzt kommt von der Seite noch 2 Stück ran. Dass ich das was sehe. So. Jetzt noch eine untere. Von unten verschraubt. So, damit haben wir die Stoßstange auch montiert und haben hier noch außen noch frei für ein Zusatzteil. Ich gehe mal davon aus, dass da noch eine Welle rauskommt. Und damit haben wir erstmal die Ausgabe 50 im Grunde genommen erledigt. Das heißt, jetzt geht das weiter ohne Elektrik. Gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Und zwar, ach, wir brauchen noch die Vorgelegewelle, was ist das? Nee, den Nebenantrieb. Der wird auch noch verbaut. Genau, den brauchen wir jetzt. Da brauchen wir jetzt erstmal den Motor. Da kommt ja jetzt hier der Nebenantrieb ran. Und den haben wir, wo habe ich den denn? Hier oben muss der liegen noch. Da ist er. Da ist der Nebenantrieb. Nehmen Sie den mit der 44 und 45 Bauanleitung zusammengebauten Nebenantrieb und fügen Sie den Anschluss 44 AF in die Bohrung des Nebenantriebs 12L. Das heißt also, der müsste das hier sein, diese Ausführung. Sehe ich das richtig? Oder ist das mit dem, ja, das ist hier nicht so richtig zu erkennen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt diese Ausführung ist hier mit dem, die dicke Seite, das hier irgendwie zu erkennen. Nee, das ist hier nicht zu erkennen. Aber wir gehen mal von der Länge aus. Gucken wir mal, wie der hier reinpasst. Ne, das muss nicht, dürfte nicht sein. Also muss der hier sein, theoretisch sein. Geht der durch? Der geht durch. Genau, dann ist das so rum richtig. Passt also nur in eine Richtung. So. Oh. Klasse, das wird ja lustig. Als nächstes wird die Antriebsbaugruppe mit dem Chassis verbunden, wie angedeutet. Sehen Sie sich dazu schon einmal die Fotos 4 bis 6, 04 und 14 genau an und machen Sie überall Passproben, bevor Sie die Schrauben festziehen. Aha, gut.
Dann wollen wir mal den Motor vorsichtig einsetzen. Und dann müssen wir jetzt den Motor. Wie kann man nicht den nehmen? Ich will den wirklich anfassen, so, ohne was kaputt zu machen. Kann man nicht den Motor hier so hier rein? Müssen wir mal gucken. Oh, was kommt? Ah. So kommt der hier rein. Mal gucken, wie das hier mit dem Halter ist. Das ist ja ein Ungestüm. Hier hinten passt es. Hier passt es nicht. Der muss hier rein. Aber hier hinten sieht er komisch aus. Warum das so wackelt? Ah, jetzt. Jetzt sieht das einigermaßen gut aus. Wo ist der drinnen? Genau. Der kommt dann hier später hier hoch. Das muss hier unten mit rein. Wird nach hinten eingesetzt und passt auch der Auspuff hier mit rein. So scheint das ganz gut zu sein. Antriebswelle ist drinnen. Das kommt mal runter. Das macht natürlich Spannung hier wegen der Vorderachse. So, ich habe das jetzt fertig. Also war erstmal die Welle drinne. Das Problem war bei mir, dass mir ja von dieser Zapfenwelle, die hier hinten ist, dieser Stift abgebrochen ist und da ich die angeklebt habe. Und dadurch habe ich die natürlich nicht reinbekommen. Das ist das Problem, was ich hatte, das ich jetzt aber behoben habe. Der Halterstift kommt dann später noch mit ran. Motor habe ich jetzt schon mal eingebaut, ist jetzt komplett drinne. Jetzt gehen wir hier weiter und werden hier das Passstück umfasst den Vor- und Endstück des Schubkugelgehäuses. Das ist dieses hier. Und dazu haben wir hier diesen Halter hier. Der kommt hier mit rüber. Und das Ganze wird mit einer AM-Schraube verschraubt. Und so sieht das schon mal ganz gut aus. Das haben wir dann jetzt auch. Jetzt kommt, befestigen Sie die Halterung des hinteren Nebenantriebs mit einer Schraube AM am hinteren linken Längsträger. Irgendwie, warum auch immer, sind mir meine AM-Schrauben alle gegangen. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ne, hier sind ja noch welche. Ha. Drehe ich das mal um. Und zwar dieser Halter hier. Der Zapfen wieder abgefallen. Der soll hier montiert werden. Ja, ist auch fest, passt. Jetzt ist mir die Zapfenwelle wieder abgegangen, kein Problem. Habe übrigens einen neuen Auspuff angebaut, der jetzt wieder auch richtig fest ist. Habe mir nochmal eine neue Ausgabe organisiert, weil mir das nicht so ganz gefallen hat, weil ich den halt entsprechend geklebt habe. So, das haben wir gemacht. Jetzt kommt hier vorne. Der vordere und der hintere Nebenantrieb sind miteinander verbunden. Der Zapfen des Anschlusses sitzt auf der Aufnahme hinten. Jetzt, ach, ich habe jetzt noch den anderen an. Die andere Welle brauche ich ja noch hier. Das ist die hier. Die kommt. Richtig, die kommt hier mit rein. Nein, andersrum. Einmal hier einmal den Halter. Jetzt kommt die Welle hier rüber. Und wird dort angesetzt.
gucken, dass das hier auch passt. Na, das ist hier nicht ganz so einfach. Jetzt ist er drauf und jetzt wird hier vorne noch, hier vorne kommt jetzt noch der nächste Halter mit ran, oder? Moment, mal gucken, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Doch, ja genau, der Halter kommt hier mit ran, er wird hier vorne raufgesetzt. Auf den beiden Stiften hier. Und wird dann mit DM-Schrauben verschraubt. Die haben wir hier. So. Und auch einmal hier an der Seite. Und da steht hier Blick auf das Vorder-Frontzapfenwelle. Die Antriebswelle ruht auf den. Jetzt müssen wir hier diesen Halter hier. Diese Kappe kommt. Nee, nicht hier drauf. Das steht hier nicht. Ach so, die kommt, dieser Halter hier, der kommt nach hinten, so wie ich das sehe. Kommt die Welle hier mit drauf. So, der Zapfen hier. Eine Schutzkappe. Und die kommt jetzt hier auch mit drauf. So. So sieht das aus. Und vorne müsste... Oh, jetzt werden wir beinahe das Auto weggerutscht. Und vorne kommt jetzt hier auch nochmal hier die Zapfwelle rauf. Ich glaube, da hätte man sich doch ein bisschen was anderes einfallen lassen sollen. Weil auch diese hier nicht so hält wie bei meiner anderen, die ich hatte. Das muss ich dann nochmal anders mal machen. So, jetzt werden die Kabel noch verbaut. Laut Anleitung werden die Kabel hier noch verarbeitet und angesteckt. Und man solle jetzt Batterien nehmen. Ich habe hier noch welche. Ich hoffe, die reichen aus. Ha, es leuchtet schon mal. Hier leuchtet schon mal was. Was leuchtet hier? Einmal ein rotes. Gucken wir mal, was das hier ist. Müssten da nicht noch mehr leuchten? Oder ist das eine Kontrollleuchte für das Armaturenbrett? Die leuchtet schon mal. Dann haben wir hier einen Schalter und hier einige, kommt her, einige Kabel, die hier leuchten. Das verlegen tun wir ja später alles erst richtig, aber dass ihr mal seht, die leuchten hier. Moment, wo ist die nächste? Da sind die beiden roten für hinten und scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Dann haben wir jetzt hier noch den nächsten Knopf. Da passiert nichts. Dann haben wir den. Das ist die Hupe. Okay. Und das ist der nächste, der eigentlich den Motorsound wiedergeben sollte. Mal gucken hier, wo der jetzt hier rangeht. Das ist oder kommt der Motorsound erst später? Ne, kann mir nicht vorstellen. Also Schalter E ist richtig. Habe ich auf den Lautsprecher angeschlossen? Ja, der ist auch angeschlossen auf der C.
sehe jetzt auch richtig. Aber der Hauptschalter funktioniert auch. Sollen wir mal gucken mit dem Schalter hier. Da hat das Licht. Nochmal den nächsten. Das ist die Hupe. Okay. Und dann hatten wir ja noch einen. Der ist gerade weg. Hier. Und der. Ah. Ja, also sagen wir mal so, es funktioniert. Der Sound ist wie immer bei allen etwas sehr merkwürdig. Aber vom Geräusch her würde ich sagen, passt das. Das heißt also, vom Sound her, also vom Laufen des Motors, funktioniert das halt entsprechend. Und das funktioniert auch gut. Ja, damit haben wir die Ausgabe doch 50-51 etwas schneller fertig bekommen. Aber der Seitentank, der hier, der ist immer noch offen, wird noch nicht angebaut. Und ein Deckel kommt hier auch noch nicht rauf. Zumindest laut der Anleitung hier haben wir das nicht weiter zum Verbauen gemacht. Also ich dachte, dass die Ausgabe doch länger dauert, aber scheinbar ist das ganz gut gelungen. Und damit haben wir schon mal ein ganzes vom Fahrzeug fertig gemacht. Ich kann der Deckel wieder rauf hier. Zack, funktioniert, alles gut. Ja, dann haben wir die Ausgabe 50-51 fertig, mit ein wenig Hindernissen. Wie gesagt, hier hinten, das war mein Fehler. Da ist mir ja der Zapfen abgebrochen beim Montieren. Und ja, das musste ich, klebe ich einfach ran. Und dann sieht man das auch gar nicht mehr vorne. Wie gesagt, der Zapfen, der hält ja auch nicht. Und den werde ich dann auch festkleben, damit er halt nicht irgendwie sich verabschiedet. Ja, dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, so wie ich. Und schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.